Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Wir haben die Eidechsen gefangen. Laufe ich jetzt gerade richtig? Ich wollte jetzt eigentlich zum Magier... Achso, ja, okay, alles gut. Ihr wisst ja, ne? Orientierung ist nicht meins. Nein, ganz so schlimm ist das eigentlich nicht. FPS-Zahlen. Das ist ein bisschen nervig manchmal, weil je länger ich aufnehme, ist zumindest mein Empfinden, desto mehr Macken bekommt mein Aufnahmeprogramm. Ich habe keine Ahnung, wieso. Und das ist jetzt schon der vierte Part, den ich hintereinander aufnehme. So. Da ist er ja. Der Marquis ist verschwunden. Der Marquis. Etwas dumm. Ich werde um Maus benutzt. Ja. Ich will dir doch was geben, Mensch. Ich weiß nicht, kann ich ihm dir jetzt einfach eins geben, oder? Du hast die übrigen drei Echsen gefangen. Nun haben wir alle vier. Nun können sie kein Unheil mehr in Mauswald anrichten. Doch sie reisen diesmal im Schatten eines viel größeren Unheils. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Nur ein Baumläufer kann sich diesem Unheil stellen. Nur ein Magier, der vom Marquis ausgebildet wurde. Du allein kannst uns helfen. Ich? Aber... Deine Ausbildung ist fast abgeschlossen. Eine letzte Aufgabe steht dir bevor. Wähle deinen Mantel. Was? Mein Mantel? Oh! Jeder Magier wählt zum Ende seiner Ausbildung einen Mantel, der zu ihm passt. Du hast vier Portale durchschritten. Du hast vier Zauber gelernt. Nun ist auch für dich die Zeit gekommen. Welches Gewand gehört zu dir? Ha! Okay, keine Ahnung. Der sieht so ähnlich aus wie der Mantel, den der Marquis trägt. Der ist auf keinen Fall für mich gedacht. Okay. Ich hoffe, es geht ihm gut. Es tut mir irgendwie leid, dass ich ihn so angeschrien habe. Naja, du weißt ja auch nicht mehr, inwiefern du ihm vertrauen kannst, ne? Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Abenteuer, Spannung und wilde Seeschlachten. Das ist zwar genau mein Ding, aber irgendwie... Nein, ich habe das Gefühl, dass der nicht für mich ist. Ich habe ja so eine Vermutung, welchen er nehmen wird, ne? Ach, wir warten mal ab. Ja, nee. Der könnte einem großen Illusionisten gehören. Aber trotzdem, nichts für mich. Hui, mutig, aber ganz bestimmt nicht mein Ding. Kann ich verstehen. Mhm, klassisch. Aber das ist nicht meins. Okay. Das ist einer von diesen Anzügen, bei dem der Fernseher zu flimmern anfängt, wenn der Moderator im Abendprogramm sowas trägt. Das ist auch nicht meine Jacke. Was ist das? Hm? Da fällt Licht durch eine kleine Öffnung. Moment! Ist das ein Schlüsselloch? Sieht so aus, aber... Was ist das hier? Unzählige Mäntel und Jacken, okay. Alle scheinen... Ja, wir suchen ja weiter, ist ja schon gut. Ob es hier wirklich einen passenden Mantel für mich gibt? Das weiß ich nicht. Unzählige Mäntel und Jacken... Ach, das war schon? ...und Anoraks. Alle scheinen schon mal getragen... Okay. Ob es... Unzählige Mäntel... Oh, Jerry! Ob es... Mach mich doch nicht fertig. Unzählige... Anscheinend... Ob es hier wirklich... Ich glaube, das hier sieht nach einem Kleid aus. Ich glaube, das will er wirklich nicht haben. ich hab... Was soll ich denn jetzt damit? Schlüsselloch? Wo es ein Schlüsselloch gibt, gibt es doch sicher auch eine... Tür. Ach so, oh. Okay.
Oh. Das ist doch mein Zimmer. Bin ich wieder zu Hause? Zurück in meiner Zeit? Wie bin ich denn hierher gekommen? Du träumst, Sherry. Niemand kennt diesen Raum besser als du. Hier existiert er nur vor deinem inneren Auge. Ach so. Und was soll ich dann hier, wenn das alles nur ein Traum ist? Oh Mensch. Die Wahrheit, die du hier finden wirst. Das Wissen, das du verdrängt hast, ist mehr als real. Wähle deinen Mantel, Jerry. Wähle das Gewand, das zu dir gehört. Meinen Mantel? Wo soll ich denn hier einen Mantel finden? In meinem Zimmer gibt es haufenweise cooles Zeug, aber Mäntel? Hallo? Herr alter Magier? Keine Antwort. Magie schön und gut, aber an der Kommunikation müssen wir noch arbeiten. Ja, sehr cool. Okay. Wissenschaft ist wahre Magie, sagt Mama immer. Selbst wenn es nicht um Zauberei geht. Trotzdem habe ich ihre alten Schulbücher, die sie mir geschenkt hat, auf den Langweiligstapel gelegt. Oh. Na dann. Ich bin ein Kind. Ich bin schnell gelangweilt. Ja, bestimmt. Ja, ich habe keine Ahnung. Brettspiele, Sportsachen, alte Bilderbücher und meine Comicsammlung. Meine Güte! Die nächste Ausgabe von Dimension Y wird sicher fantastisch. Ob die Krokodilsmenschen nun wirklich London angreifen werden? Man weiß es nicht. Okay, hier gibt es nichts. Was? Fast ordentliches Bett? Was soll ich mit dem Bett? Das ist da hinten. Man sieht, dass ich es gemacht habe. Aber immerhin, ich hab's gemacht. Ja, das ist doch was. Da ist unter meinem Bett, oder? Das ist so einiges. Nein, da ist nichts. Mama hatte recht. Okay. Super interessant. Meine Bücher über Zauberei und Magie. Und ein paar Bücher mit Geschichten über Zauberer, die Verbrechen lösen. Die sind gar nicht schlecht. Okay, da komme ich anscheinend auch noch raus. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Die sind die Abenteuer von Jeremias Haselnuss. Zaubernder Raumkadett. Er ist so süß. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Die sind ihre Zauber. Okay. Okay, ja, du bist zwar süß, Jerry, aber wiederholen musst du dich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich höre den Fernseher im Wohnzimmer. Ob Mama da ist? Die ist zu. Ach, ja, das habe ich mir schon gedacht. Wenn das hier nur ein Traum ist, dann ist Mama ganz woanders und wartet auf mich. Hoffentlich. Was wäre das sonst auch für eine Mutter? Ich habe Spielzeugautos fahren lassen. Und mich immer gefragt, warum echte Autobahnen nicht aus Teppich sind. Wo soll ich denn hier einen Mantel finden? Ich würde ja genauer unter dem Bett nachsehen, ne? Aber naja. Die wirken alle gar nicht mehr so großartig. Meine großen Vorbilder. Das hatten wir schon alles. Ui, Mini. Hoffnungsschimmer. Nichts. Schade. Nichts. Schade. Hä? Sag doch was! Ah, okay, okay. Er will nicht. Ja, ich habe keinen Plan.
Ob ich hier noch gucken soll. Beziehungsweise was ich hier machen soll. Mal wieder. Die Sternkarte wird mir hier wahrscheinlich nichts bringen. Da sind keine Sterne an. Nee, alles gut. Alles gut. Draußen ist es dunkel. Oh, hat sich da draußen etwas bewegt? Für einen Moment sah es so aus, als ob da ein Schatten am Fenster vorbeihuscht. Vielleicht war das nur meine Einbildung. Früher hatte ich immer Angst, dass Außerirdische mit großen mandelförmigen Augen in mein Fenster glotzen und mich mitnehmen. Zu viel Fernsehen, sagt Mama immer. Ja, okay. Ich hätte auch ein bisschen Angst, wenn ich eine Gestalt vor meinem Fenster vorbeihuschen sehen würde. Also ich sowieso, weil eigentlich kann bei mir vom Fenster nichts vorbeihuschen. Außer vielleicht ein Vogel. Da liegen noch Hausaufgaben. Unser Deutschlehrer so. Will, dass wir über die Sommerferien einen staubtrockenen Roman von Anno Schießmichtot lesen und zusammenfassen. Naja, morgen Abend habe ich ja auch noch Zeit. Wahrscheinlich. In den Sommerferien Hausaufgaben, das ist aber mies. Na gut. So eine Idee können auch nur Lehrer kommen. Keine Ahnung. Das ist mein Schrank. Aber wie konnte ich denn durch einen Schrank hierher kommen? Vielleicht wurde der Schrank aus dem Holz eines Portalbaumes geschnitzt. Nein, halt. Der Magier sagte, das hier ist alles nur ein Traum. Und er hat gesagt, ich soll meinen Mantel finden. Also da drin ist mein Mantel schon mal nicht. Viele Mäntel, aber nicht meiner. Und du gehst auch nicht wieder zurück anscheinend, ne? Wir sind hier anscheinend wirklich... wir sitzen hier anscheinend fest. Oder wir müssen da raus. Aber ich komme da nicht raus. Hab ich das irgendwie gemacht? Nichts. Ja, okay. Schade. Soll ich damit? Das ist ja Quatsch. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hier den Mantel finden soll. Brettspiele, Sportsachen, alte Bilderbücher und meine Comicsammlung. Meine Güte! Die nächste Ausgabe von Dimension Y wird sicher fantastisch. Ob die Krokodile... Oh. Klar. Okay, gut, alles klar. Stimmt ja. Gescheckt. Hier gibt es noch eine Lagernische. Mama sagt, hier sollte ursprünglich eine zweite Kellertreppe rein. Jetzt stehen hier nur ein paar verstaubte Kartons. Verstaubte Kartons, sag ich ja. Nee, warte. Nur altes Zeugs drin. Ja, guck doch mal nach. Oh, was ist das? Eine alte Lederjacke. Ich habe sie noch nie gesehen. Aber irgendetwas sagt mir... Ja, ich kenne sie. Wähle deinen Mantel, Jerry. Das ist meine Jacke. Wähle das Gewand, das zu dir gehört. Dieses Gewand gehört zu mir. Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht mit dem Ledermantel. Oder Lederjacke. Meine Jacke. Sie ist fort. Es war nur ein Traum. Doch du hast gewählt. Du bist ein Baumläufer. Magier. Aber dieser Mantel, er... Du beginnst dich zu erinnern. Wem gehörte dieser Mantel, Jerry? Ich... Es ist wie ein Loch in meinen Erinnerungen. Da ist jemand. Ich habe ihn auch an den Portalbäumen gesehen. Er hat mich gerufen. Wer war das? Ich
Sieh dir diese Karte an. Mein Vater! Es ist mein Vater! Oh nein! Wie konnte ich ihn vergessen? Wo ist er? Ich habe es gesehen. Etwas ist in deine Welt eingetreten, Jerry. Hat nach einem Anfang gesucht. Doch als es in eure Welt kam, musste etwas anderes gehen. Dein Vater wurde aus eurer Welt gerissen. Und sogar aus der Erinnerung seiner Familie. Oh nein! Wo ist er jetzt? Er irrt im Raum zwischen den Welten umher. Dort, wo die Grenzen verwischen, an den Portalen, konntest du seine Existenz spüren. Es gibt nur einen Weg, ihm zu helfen. Nur einen Weg. Viel Glück. Ich hoffe, seine Geschichte hat ein gutes Ende. Zur Lichtung des ersten Baumes vordringen. Zur Lichtung des ersten Baumes? Die Zeichen waren offensichtlich, doch ich habe sie viel zu lange übersehen. Welche Zeichen? Die Poster, die Echsen. Ein Bann wurde über den ersten Baum verhängt. Ein verbotener Zauber, der sich in alle Portalwelten verbreitet. Die Poster? Stimmt. Die Mauswalder waren wie besessen von der Idee, den großen Zarov zu sehen. Aber niemand wusste, wo er ist. Er muss auf der Lichtung des ersten Baumes einen Bannspruch gewirkt haben. Über die Vereinnahmung des ersten Baumes hat sich Zarov zu einer alternativlosen Idee gemacht, die sich wie ein Virus verbreitet. Das Echsenkonsortium hat diese Situation ausgenutzt. Den Wahn der Bewohner von Maxwald. Und nun zieht er sie in ihren Träumen auf die Lichtung des ersten Baumes. Der Marquis wusste davon. Das war also die Gefahr, von der er gesprochen hat. Aber warum ist er verschwunden? Wir müssen den Bann des Zarov brechen. Nur dann können wir die Bewohner der Portalwelten retten und das Gleichgewicht wiederherstellen. Nur dann wird dich dein Portal nach Hause führen können. Nur dann wird dein Vater seinen Weg zurück in deine Welt finden. Was muss ich tun? Die Halle der Schüler bestätigt, was ich schon lange weiß. Du bist ein wahrer Baumläufer. Deine Ausbildung ist abgeschlossen. Du musst das fünfte Portal finden. Die Baumläufer haben es jedoch versiegelt. In dieser Halle ist ein Tonträger versteckt. Er ist der Schlüssel, um den Weg zur Lichtung des ersten Baumes zu öffnen. Mit ihm lassen sich Klänge transportieren. Ich werde im Aktivschlaf versuchen, auf die Lichtung vorzudringen. Ich hoffe, wir werden uns dort treffen. Ich wünsche Glück. Bevor es zu spät ist. Und er sagt mir natürlich nicht, wo dieser Tonträger versteckt ist. Ich würde sagen, ich beende hier erstmal den Part. Ich glaube, der geht auch schon viel zu lange. Ich habe es jetzt gerade nicht im Blick. Und wir suchen nach diesem Tonträger dann im nächsten Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.